Call mal, was ist denn hier passiert? Das ist ja der Wahnsinn. Schönen guten Tag. Tag, Andreas Schenkel. Sehr schön, oder? Herr Schenkel, der Horst bin ich. Andreas. Andreas. Ich bin erstmal geplättet. Das ist doch schön. Ja. Das war mein Ziel. So was haben wir in dem Ausmaß noch nicht gehabt. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, jetzt schon spontan, wo könnte das mal gewesen sein? Weil für eine Ladeneinrichtung in einem edlen Haus, egal, vielleicht weißt du ja was. Erzähl mal, tatsächlich weiß ich was. Das war eine Ladeneinrichtung in der Metzgerei. In der Metzgerei? Ja, das war die vordere Verkleidung von der Theke. Die Metzgerei hat eine komplett neue Theke bekommen, 1968. Ja. Und die Metzgerei gehörte dem Bruder meines Opas. Und mein Opa und mein Vater kamen gerade da vorbei. Mein Vater hat gesagt, er kommt nicht auf den Müll, hat sich einen Schraubenzieher geschnappt. Ja. Und hat die abgeschraubt und verbackt und und seitdem lag er im Keller. Kolmar. Ja. Der Benefit davon war, wie man so neudeutsch sagt heutzutage, dass es also abwaschbar ist, dass es pflegeleicht ist und dass es den hygienischen Anforderungen, vor allen Dingen der Zeit der Jahrhundertwende, extrem entgegenkam, mit solchen keramischen Fliesen zu arbeiten. Und das Ganze war immer kombiniert natürlich mit irgendeinem Unterbau, wo das dran geschraubt war. Das wird auch bei der Metzgerei ihrer eigenen Familie so gewesen sein. Jo, mein Gott. Du hast da einen Teil in der Hand. Erklär mir ganz kurz, warum. Genau. Ist da hinten was drauf, was wir wissen müssen? Also tatsächlich sind die einzelnen keramischen Bauteile alle von Villeroy & Boch. Also hier Villeroy & Boch und darunter ein D. Mhm. Und das deutet darauf hin, wo das Ganze gemacht worden ist. Nämlich nicht bei Villeroy & Boch im Saarland, in Mettlach, wo man seit 1748 eben die keramische Produktion hatte, sondern im Zweigwerk in Dresden. Und diese Produkte hier mit dieser Art des Stempels, die sind dort gemacht worden. Und man kann aufgrund der Gestaltung hier ganz schön sehen, dass das wohl eine Art der Ausprägung ist, die sich zwischen 1890 und 1910 stilistisch bewegt. Also wir haben Anleihen an die Zeit des Klassizismus, das heißt also große Reliefplatten, die von anderen eigentlich Lisenen getrennt werden. Dadurch, dass es aber oben und unten immer noch markante Stücke gibt, kann man diese Trennstücke der großen Fliesen als Pilaster bezeichnen. Und es ergibt sich die Möglichkeit, das Ganze immer irgendwo anzuschrauben, etwa an eine Wand oder an eine hölzerne Unterkonstruktion, dass man eben eine sehr schöne, fortlaufende Art der Gestaltung hat. Zugleich gibt es auch für das Wischen und Putzen in solchen Einrichtungen ganz schön unten die Verblendung in der Sockelzone, dass das Ganze hygienisch zu machen ist. Und man sieht auch hier, unter anderem hat das schon vor langer Zeit etwas gelitten, weil natürlich vor allen Dingen der untere Sockelbereich immer den größten Gefahren ausgesetzt ist. Ja, und das ist natürlich irgendwann mal passiert beim Ausbau oder Umbau oder Lagern oder wie auch immer. Ne? Höchstwahrscheinlich. Ich habe die ganze Zeit dieses unglaubliche Bedürfnis, mir Putzmaterial zu holen, um die Flecken wegzukriegen. Aber ich befürchte, die sind unterm Klarlack. Ne? Wir sind da extra nicht dran gegangen. Mhm. Also das hier habe ich jetzt tatsächlich nicht weiter verfolgt. Aber ich denke, hier ist Feuchtigkeit in den Scherben eingezogen. Denn diese ganzen Arbeiten zeichnen sich ja dadurch aus, dass hier ein Krakelee oberflächlich gebildet ist. Und dieses Krakelee, das ist ein Feinstaatzeug, diese Fliese, die hier verarbeitet worden ist, die Keramik. Und die hat mit dieser Art der Versiegelung durchaus die Eigenschaft, dass da bei längerer Lagerung durchaus sich die Oberfläche verändern kann, das sinkt in diesen Scherben ein. Ja, voll ist es. Was möchtest du haben dafür? Ja, ich ja gar nicht. Ich verkaufe das ja im Auftrag meines Vaters. Ja. Und sein Wunschpreis waren 300 Euro. Wie taxiert Kolmar die Keramik? Meine Wertschätzung für ihr schönes Ensemble aus diesen unglaublich vielen Einzelteilen beläuft sich auf 4.000 bis 6.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da müssen wir jetzt erstmal drüber Luft schnappen. Mein Lieber, ich bin begeistert. Dankeschön. Eine schöne, spannende Verhandlung wünsche ich dir. Und viele Grüße an den Papa. Werde ich ausrichten, vielen Dank. Da geht's rüber. Danke. Wir schleppen. Ganz herzlichen Dank, wunderbar. Viel Erfolg. Danke, tschüss. Bis. Also ich vermute, dass mein Vater auch die Tränen kommen werden, weil der da auch wahrscheinlich überhaupt nicht mit rechnet. Du musst mal. Lass mal vorsichtig. Ui. Ein Kamel. Ui. Das ist Keramik. Verkleidung. Verkleidung. Kaminsims. Ja. Und da liegt jetzt die Maske drunter. Okay. Oh, wie schön. Begeisterung im Händlerraum. Wird die Vertäfelung zum Verkaufsschlager?
Guten Tag. Grüß Hallo. Gott. Hallo, der Herr. Hallo. Wow. Ja. Wow, ist das toll. Sie hatten eine Metzgerei. Der Bruder meines Opas hatte eine Metzgerei, ja. Hat mir ja gerne. Also immer typisch. Fliesen, genau. Fliesen ja. Vor genau. Dem Tresen war das. Lässt bestimmt, sich gut ne? Reinigen. Genau. Ich finde das total richtig toll. Toll. Ja. Ja, das ist so gut. Tja, was ist sowas wert? Speziell, aber toll. Ich fange an mit 250 Euro. Mhm. 300. 350. 400. 400. 500 Euro. 550. 600. 50. 680. Sie können gern größere Schritte machen, damit wir ungefähr in den Bereich kommen. Was ist denn der Bereich, wo Sie hinwollen? Der Kolmar hatte 4 bis 6 geschätzt, ja. Ja. Also ich kann mit dem Preis schon mitgehen, aber da bräuchte man mehr. Das ist viel zu wenig ja. Für so einen Preis, wirklich. Also, aber vielleicht ja. Haben Sie ja auch sich gar nicht so festgelegt auf den Preis. Vielleicht sind Sie ja auch ein bisschen flexibel ja, auf jeden und Fall. Sagen, also es müssen jetzt auch nicht 5.000 sein, sondern nein. Ist es auch okay, wenn es okay, weniger aber das ist. Ist doch ein schönes Statement. Wir wollten nur eine schöne Richtung vorgehen. Ja, ja. Aber dann genau. Würden wir schon mal weitermachen. Ist ja. Okay. Ja. Dann mache ich 700. Immer ein Gebot, damit ich auch was gesagt habe, und das sind 1.000 Euro. Mhm. Gut. Das war bei mir auch so die ja. Maximumgrenze. Aber ich sage 1.100. Mhm. 1.150. 1.200. 1.250. 1.300. 1.450. 1.500 bei mir. Ja, das ist schon schön, keine Frage. Es ist total schön. Schade, wirklich. Ich find's. Nee, ich bin da raus. Wären Sie denn überhaupt schon bereit, in dieser Preislage zu verkaufen? Ich weiß es noch gar nicht ganz genau. Ist okay. Ist in Ordnung. Wir sind noch dabei. Gut, dann mache ich 1.600. Wunderbar. Ich okay. Biete Ihnen 1.700 Euro. Ich gehe nicht mehr drüber. Wollen Sie mit Christian den Deal abschließen? Ja, machen wir. Na, einwandfrei. Gut. Ja. Na, schön. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Aber tolles. Ein paar Nerven gelassen. 200, 400, 600, 800, 1.000. 200, 400, 600. 700. Wunderbar, danke schön. Vielen Dank, der Herr. Viel Echt Spaß damit. Ein tolles Objekt. Tolles Objekt. Ja. Schönen Tag. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt haben wir überhaupt nicht gefragt, was du eigentlich damit vorhast. Jetzt, nachdem ihr alle so viel geredet habt, werde ich es nicht mehr verraten.